Liebe Kalligrafiefreunde, ich bin Peter Unbehauen und heute soll es um den nächsten Kalligrafiekurs in Klingenberg gehen. Der findet statt vom 17. bis zum 19. März in Klingenberg an der Ostsee in der Nähe von Lübeck. Das Thema wird sein die römische Lapidarschrift. Viele Teilnehmer hatten danach gefragt. Es ist etliche Jahre her, dass ich das zuletzt gemacht habe, dieses Thema. Sie wissen ja, 25 Jahre in diesem Jahr, 25 Jahre Klingenberger Kalligrafiekurse. Und zusätzlich zu dem Thema römische Lapidarschrift werden wir uns auch noch kurz dann angucken, wie man Passepartout schneidet. Ich bringe diesen Passepartout-Schneider für die 45-Grad-Schnitte bringe ich mit auch. Ich bringe auch die entsprechenden Passepartout-Kartons mit, kleinere. Sie wissen ja, wenn man einen Passepartout schneidet, dann hat man immer wieder einen weiteren Passepartout-Karton. Von diesen Passepartout-Kartons, von diesen Ausschnitten werde ich also etliche mitbringen, sodass man nach Herzenslust drauf los schnippeln kann. Okay, und mit diesem Gerät macht man das. Wer dann Interesse daran findet, kann sich das dann zulegen. Okay, also vom 17. bis zum 19. März in Klingenberg. Klingenberg ungefähr 20 Kilometer nördlich von Lübeck. Der Kurs beginnt um 18 Uhr mit dem Abendbrot. Dann gibt es die erste Arbeitssitzung nach dem Abendbrot. Dann geht es Sonnabend weiter und am Sonntag um 14 Uhr ist dann Schluss, sodass jeder gemütlich dann wieder nach Hause fahren kann. Ja, ich hatte eben schon gesagt, 25 Jahre Klingenberger Kalligrafiekurse. In dem Kurs vom 6. bis zum 8. Oktober wollen wir das denn ein bisschen feiern. Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Ich kann mir noch ein bisschen überlegen, was wie gefeiert werden soll. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Vorschläge. Okay, das soll wie gesagt bei dem Seminar im Oktober stattfinden. Aber jetzt ging es wie gesagt erstmal um den Kurs im März. Ich hoffe, ich sehe viele von euch dort in Klingenberg. Wenn ich es 25 Jahre da ausgehalten habe, kann es ja nicht ganz so schlimm sein. Zumindest der Ort. Wie schlimm das oder wie schön das bei mir im Kurs ist, das muss denn jeder selbst entscheiden. Okay, bis dann also.